So, YouTube. Willkommen zu Galacticair. Wir wollen ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, sowas wie, Two Point Hospital ist das, spielen, denke ich mal. Ich habe die Twitch-Anbindung an, das heißt, es können Abonnenten als Ärzte auftauchen und normale Zuschauer als Patienten. Ich habe die Musik ausgemacht, ne? Ich weiß immer nicht, wie das mit Musik ist. Deswegen hören wir nur dieses wunderschöne Pfeifen. Und ich würde sagen, wir klicken einfach auf Spielen. Ich habe keine Ahnung weiter davon. Ich habe mich nicht informiert. Ich habe nur gesehen, ach, irgendwie sowas wie Two Point Hospital. Mal gucken, wie es mich motiviert. Vielleicht gibt es nur eine Folge. Vielleicht drei, vielleicht 30. Wir werden das sehen. Und die Frage im Chat, was ist, wenn der Bot ein Geschenk bekommt? Dann müsste er ja jeden Monat erneuert werden, damit Emotes angezeigt werden. Denn ihr könnt auf Twitch auch subben. Und ich will ein neues Command einführen, aber da brauche ich vielleicht einfach eine technische Lösung. Und die werden wir hinkriegen. So wie wir die Twitch-Anbindung für dieses Spiel auch hinbekommen haben. Von daher würde ich erstmal abwarten, bis ich mir das angeguckt habe. Genau wie das hier. Okay, wir können Fortsetzen machen, Optionen und Hauptmenü. Und das gibt nur Kapitel 1, Orientierung. Klinikwertung, keine. Wir sind irgendwo in einer Galaxie, deswegen Galacticair wahrscheinlich, global unterwegs. Und ja, dann starten wir doch einfach mal. Director. Let me be the first to congratulate you on your appointment. Okay. Ich brauche den nicht labern lassen, wenn er Englisch redet. Hallo Direktor, ich habe die Ehre, Ihnen als Erster zur Ernennung zu gratulieren. Natürlich. Mrs. Orion und ich freuen uns schon drauf, Sie in der neuen Rolle zu sehen. Wir sind dabei, unseren ersten Standort hier im Orbit der Erde zu etablieren. Oh, Mrs. Orion ist bereits vor Ort. Dann wollen wir die Sache mal in Rollen bringen, was? Ho, ho, ho. Okay. Es gibt Sandbox, Neustart der Story und die Story spielen. Wir haben anscheinend hier einen Lageplan. Wir haben vier große Räume. Dann bin ich mal gespannt. Glistening before you and silhouetted against the green marble of Earth is Galacticair's newest high orbit station and your first hospital. I'm Heal, the AP assigned to all of Galacticair's extrasolar operations. Think of me as your personal assistant, for it is my duty to assist you in all things healthcare as we strike out amongst the stars. Soon, patients from all throughout the solar system will darken our halls, bringing with them all sorts of awful maladies and excretions. Medibots on standby, Director. Before then, okay, Medibots. Ryan wishes to fire the starting gun personally. I'm sure we'll be receiving a call from her any moment now. Okay, ich muss aber sagen, ich mag Spiele nicht, die... Also entweder sind sie komplett Englisch oder komplett Deutsch. Dieser Mix, deutsche Untertitel, englische Sprachausgabe, ist total belastend. Stimme weg. Ich will nicht, dass die mit mir labern, nicht? Ich kann nicht Deutsch lesen und Englisch hören und es nervt mich halt einfach. So, deswegen lassen wir die mal labern, die Leute, und wir lesen einfach die Sachen selber. Also wir sind an der Klinik, es gibt Medibots und eingehende Anrufe warten unendlich lange. Das ist gut. Lass dir Zeit und nimm sie an, wenn du bereit bist. Warten kann bei manchen Charakteren unerwartete Reaktionen aber hervorrufen. Okay, interessant. Und gute Nacht, Lightro. Viel Spaß bei deinen Radtouren dann. Wir haben Spaß mit Galacticair. Okay, nimm den Anruf an. Gibt keinen Anruf. Nur keine Eile, Direktor. Wenn Sie soweit sind, beantworten Sie Mrs. Orions Anruf unten rechts in Ihrer Benutzeroberfläche. Ich sehe da nichts. Sollte ich da was sehen? Also, ich setze mich mal hier runter, dann seht ihr das. Wo soll ich raufklicken? Okay, ich soll hier oben, also nicht unten rechts.
ist falsch übersetzt. Bonjour, Jonimu, Moshi Moshi, Direktor und willkommen bei Galactica. Es wird Zeit, dass unser Team zum Leben erweckt. Super. Ich persönlich kann mit diesem ganzen grundlegenden Verwaltungskram nichts anfangen. Ich stehe lieber hier im Labor und deswegen sind Sie hier. Denken Sie dran, sollten Sie den Überblick verlieren, finden Sie Ihre Ziele oben rechts in Ihrer Benutzeroberfläche. Dann wollen wir mal. Hier. Okay. Direktor, beginnen wir mit einem besonderen unterhaltsamen Teil. Kalibrierung von Sensoren und Blickwinkel. Boah, ey, das ist viel zu schnell. Also, da muss ich sagen, ist Two-Point Campus und Two-Point Hospital wesentlich besser. Also, eigentlich nerven die Leute hier nur nicht. Diese, kann man die ausschalten? Die sind ein bisschen überflüssig dann, in meiner Meinung nach. Okay, ich kann nur die Sprache einstellen. Ich könnte halt auf Englisch gehen. Spieltempo Standard, okay. Tooltip-Größe, Drehgeschwindigkeit, Controller, UI-Lautstärke, Hintergrundlautstärke und da halt die Grafik, nicht? Und warum ist die? Ach, die geht nur auf hoch, okay. Also, Kamera bewegen, WSAD, Standard, Kamera drehen, machen wir hiermit, ranzoomen, rauszoomen. Okay, bla bla bla. Ich überspringe den hier einfach. Also, ist schade nicht, aber es ist schlecht aufbereitet. Entweder, wenn ich kann es nicht selber schnell genug lesen, weil es zu schnell ist. Ich könnte es für mich lesen, aber nicht für euch vorlesen. Und wenn er es selber liest, dann verwirrt es mich. Also interessiert es mich nicht. Also könnte ich es eigentlich auch ohne Tutorial machen und skippen. Platziere deinen Empfangstresen. Dadurch geht natürlich die Lore komplett verloren. Es gibt drei verschiedene Empfangstringen. Doppelt effektiv beim Einchecken der Patienten. Für alle Patienten durch die Gegend schicken wollen. Okay. Ja. Ich würde erstmal den hier nehmen. Und am Eingang platzieren. Ja. Bla bla bla. Nimm den Anruf an. Okay. Bla 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 bla. Also es gibt wieder Raumgrößen, wir brauchen einen Diagnosetisch und eine Drohnendatenanzeige. Das kriegen wir doch hin. Ja. Boah, also die Tutorial-Nachrichten nerven einfach dadurch nur. Schade. Da hätte ich mir ein bisschen mehr vielleicht drunter vorgestellt. So, ein Diagnoseraum. Jaha. Och, Mann. Also, Tutorial ist gut, nicht? Aber zu viel Gelaber und Tutorial, wenn ich jetzt nicht den Ton aus hätte, hätte der die ganze Zeit darüber gelabert. Für so eine einfache Sache, die man eigentlich aus X-Spielen kennt, ist es ziemlich frustrierend, wenn man dann die ganze Zeit zugetextet wird und nicht die Sache einfach selber in die Hand nehmen kann. Wo machen wir den denn hin? Die Türen sind halt ein bisschen im Weg. Vielleicht machen wir den erstmal hier hin und die Tür dahin. Okay, da sitzt der Doktor. Da können wir die Diagnosewand hinsetzen. Okay. Also auch mit den Leuten, man muss sie annehmen oder nicht annehmen. Ja. Baue das Hauptlabor. Ist natürlich echt schade, dass dann dadurch die Sache ja ein bisschen untergeht. Und machen wir auch hier hin. Ich weiß auch nicht, ob das Early Access ist oder schon rausgekommen ist. Okay, Diagnoseraum, bla 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 bla. Stelle Ärzte ein. Okay, wir stellen Ärzte ein. Ja, bla 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 bla. Die können verschiedene Sachen. Die sind alle Level 1, nicht? Und Carol, Albert, Kelhey, Stefan Pflaume,
Emergency Zorg, Jimossi. Ist keiner von meinen Abonnenten auf jeden Fall dabei, den wir jetzt einstellen können. Begriffsstutzig, nachlässig, Selbstbedienung, generiert weniger Erfahrung, generiert weniger Forschung. Okay, weniger Forschung, erhöhter Energiebedarf. Das klingt doch gut. Reduzierter Energiebedarf. Okay, wir wollen ja nicht forschen, nicht wahr? Assistenzarzt. Dann würde ich sagen, Stefan Pflaume. Da rein. So, und was haben wir noch? Weniger Erfahrung. Verursacht Schaden an Behandlungsräumen. Generiert weniger Erfahrung. Gourmet. Stimmung verbessert sich, wenn die Nahrung erfüllt ist. Personen in der Nähe sind zufriedener. Das finde ich gut. Dann nehmen wir den. Zenon der Fisch ist dabei. Guckt mal an. Den könnte ich jetzt einstellen. Okay, es ist halt sehr, sehr leise, das Spiel, ohne Musik und irgendwas, nicht? Es gibt wenig Töne. Ziel erreicht, hole deine Belohnung ab. 20.000 Credits, Substrate, Menscheneinfluss und Kraftium. Okay, holen wir ab. Okay, das ist also diese Währung, die wir hier haben. Mhm. Das heißt, da gibt es verschiedene Währungen. Kraftium, Credits, Substrat und Einfluss. Shuttle-Station ruft an. Klinik eröffnen. Öffnen. Ja. Patienten werden eintreffen. So, und hier haben wir so ein paar Care-Bots, Medibots. Boah, also... Das ist echt... Ich hab lieber... Früher hat man einfach Aufgaben bekommen. Das fand ich irgendwie cooler. Ode. Geerbtes Wissen. Erhöht die Forschungsstufe für Erkrankungen mit niedriger Forschungsstufe. Erhöht die Heureka-Wahrscheinlichkeit bei Erkrankungen mit hoher Forschungsstufe. Spezifisch, typisch, Räume mit genug Deko. Okay. Kuriose Deko. Mhm. Das heißt, die kommen jetzt an und die wollen kuriose Deko haben. Und ich glaube, die Deko, genau. Inventar und Krafttech. Willkommen im Klinikinventar. Hier findest du verschiedene Krafttech-Gegenstände, mit denen du die Räume upgraden, die Flure sauber halten und die Patienten vor dem Tod bewahren kannst. Und mit den gesammelten Kraftium können wir Krafttech-Gegenstände noch mehr herstellen oder auch zerstören. So, Objekte, was haben wir denn? Räume, Inventar, da haben wir noch nichts. Da haben wir noch nichts. Okay. Das ist Rekrutierung. Fachärzte haben wir nicht. Das sind Patienten. Was ist die Raumübersicht? So, was können wir hier bei Objekte? Gefahrenstreifen. Deko gewöhnlich klein. Wandschrank. Schrankecke. Das kostet Geld. So ein Schrank kann ich schauen, oder? In beiden Räumen. Was haben wir denn noch so Schönes? Gefahrenstreifen. Okay. Weiß nicht, ob das hier irgendwie wichtig ist. Werden wir merken, wenn irgendjemand wogegen kommt. Eine Leuchte. Vielleicht im Gang. Brauchen die Licht? Wollen wir hier mal vor dem Eingang... Fahrt ist nicht breit genug, aber da drüben ging es ja auch. Hä? Okay. Interessant. Warum das eine geht und das andere nicht? Weil die wahrscheinlich... die können dann da nicht mehr langlaufen. Okay. Das heißt, Wege sollten zwei breit sein. Haben wir ja schon was gelernt. Trennwand. So, wenn man reinkommt vielleicht. Dass man nicht alles sieht gleich. Okay, können wir das nochmal umbewegen? Oder kostet das Geld? Dann mache ich das nämlich lieber vielleicht so. Sorry, Herr Doktor.
Der wird wahrscheinlich dann rausgesetzt. So, und wenn man reinkommt, dann sieht man da nicht, was Sache ist. Und auch den hier werden wir nochmal bearbeiten. So, dann ist, glaube ich, da der Durchgang besser. Kostet natürlich alles Geld. Was haben wir noch für Objekte? Schöne. Einen Werbeturm. Einen großen. Der klingt doch gut, wenn man reinkommt. Direkt ein Werbeturm hier. Gibt es sowas wie Bänke? Wandleuchte. Ah, die können wir hier hinmachen. Das ist gut. Versperrt anscheinend dann auch nicht den Pfad. Ja. Oh, was haben wir hier noch? Spind. Hier haben wir Poster. Ja, da, also es ist wirklich wie Two Point Campus. Nicht Bilder und Co. verbessern die Sachen. Teppiche. Die kann man aber nicht so hinlegen wie da. Alles klar. Machen wir da einen hin. So. Und Blumen gibt es auch noch. Blübung, Alkstrauch. So, ich hoffe, da kommen die dann trotzdem noch ran. Was haben wir noch? Biokanister. Klebriger Schleim. Kann man nie genug haben? Hm, weiß ich ja nicht so. Setzen wir da mal hin. Wurzelnetzwerk. Mysteriöse Wurzeln. Gut, mysteriöse Wurzeln hier so als Abgrenzung vielleicht. Hm, weiß nicht. Ich setze einfach mal. Und was haben wir noch? Mürbenschneckenkeks. Spucken, Säure, essbar, sollte aber leer sein. Okay, ich mach das mal einfach hier hin. Dann lassen wir mal laufen. So, und da kommt der erste Patient. Malida Shakespeare. Ohohoho. Und da kommen schon die anderen hinterher. Gesundheit 100, Stimmung aber im Keller. So, jetzt ruft sie an. Wir haben auch Menschen. Erhöht sich während der Behandlung generierter Einfluss, kulturelle Kuriosität. Gewöhnliche Deko verbessert diesen Wert, indem du gesamte Klinik gewöhnliche Deko platzierst. Essen und Getränke. Okay, Physiologie, Gesellschaft. Essen und Getränke haben wir aber noch gar nicht, oder? Also, habe ich zumindest Gebrauchsgegenstand, gewöhnlich, Kunst, Pflanzen, Kuriositäten, Fenster. Ah, stimmt, es gab hier doch irgendwie auch so, dass man immer Fenster brauchte zum Gang. Sonst waren die doch unglücklich. Deko-Linsentypen, Farbe ändern. Okay, man kann auch die Farben ändern. Löschen, bewegen. Aber Essen haben wir noch nicht, nicht? Alle Objekte. X-Pulse-Automat, doch da. Toxin-Automat. I will ich. Was haben wir da noch? Toilettenkapsel. Oh ja, ganz wichtig. Mach ich mal lieber hier hin. Weiß nicht, ob die einen extra Raum braucht. Mülleimer, auch wichtig. Die haben sogar eine Reichweite dann. Okay, das finde ich gut. Das hat nämlich immer gefehlt im anderen. Dass man das so ein bisschen einsehen konnte. Eine Bank. Ja, guckt mal, endlich. So, da könnt ihr euch hier hinsetzen. Hier natürlich schön mit Deko. Und reicht das hier, wenn wir wahrscheinlich denn den Weg sonst versperren würden, nicht? Okay, also Wege wirklich zwei lang. Shit. Naja, haben wir schon gelernt.
Und da auch ist ein gewisser Abstand. Wo ist Validia Shakespeare? Hello. Was ist denn Validia Shakespeare nun? Ist die gerade hier drin? Nee. Patienten, Fachärzte, Personal, Patientenübersicht. So. Patientenansicht. Bla 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 bla. Gesundheit. Zertrümmerte Arme hat sie. Okay. Es passieren sehr viele Sachen, muss ich gestehen. Fast zu viel. Ist nicht wirklich gut aufbereitet, finde ich. Ich glaube, wenn man es langsamer machen würde, aber es ist halt auch ziemlich kleinteilig. Ich würde das Tutorial gerne einfach abschalten wollen. Klar, es ist jetzt Story-Mode, aber irgendwie auch unsinnig. Okay, Harold ist von hier umbenannt worden. Na gut. An die Knochenkammer. Okay, bla bla bla. Erforderlich? Okay, wir brauchen eine Knochenkammer für die. Tür. Nee, Harold. Achso, wir müssen erstmal sagen, wie groß. 4x4. Okay, wir wissen Wege 2. Dann lasse ich das jetzt auch mal hier hinten. Dann können die davor sitzen. Ach du Scheiße, was sind das für Monster? Okay, aber der Raum braucht nicht so groß sein. Also, ja, muss groß sein, aber vielleicht nicht so. 5-5, das ist vielleicht besser. Kann man links noch irgendwas an Deko hinsetzen? Da vorne. Okay, wir sollen einen Arzt anzeigen lassen. Da. Okay. Die Ärzte brauchen einen Pausenraum. Und wenn man hier raufklickt, nicht, dann sagt er einen, dass das ist das erste Mal so. Soll ich jetzt machen? Erste Schritte. Toilette, Nahrung, Energie. Achso, ich muss Play machen. Personalraum. War auch klar. Boah, mein Gott. Also, da muss man ganz schön viel wegklicken, was gar nicht irgendwie relevant ist, leider. Personalraum. Mache ich jetzt hier hin. So. Schönen Sessel, den kann man immer gebrauchen. Noch ein Sessel. Wir haben ja zwei Ärzte. Dann können die nebeneinander sitzen. Eine Couch? Ne, die haben schon einen Sessel. Schönen Schrank kriegen die noch. Eine Lampe. Dann können sie hier lesen. Einen kleinen Werbeturm kriegen die noch. Dann haben sie was zu gucken. Und ein Poster. Und ein Teppich natürlich. Passt jetzt nicht ganz. Und eine schöne Pflanze in die Ecke. Ist das? Wandpflanze? Oh ja. Kriegen die auch. Und ein Fenster, damit sie rausgucken können. Sehr schön. Toiletten haben wir platziert. Okay, Toiletten ist kein extra Raum. Das ist wirklich nur so ein kleines Ding. Das ist schon mal interessant. Und dafür kriegen wir eine Belohnung. Sehr schön. Geld, mehr Punkte. Okay, wir kriegen noch die Medibots. Die können alles wegputzen. Alles klar.
Und anscheinend mag hier unsere kleinen Minibots nicht. Okay. Das kann man leider auch nicht überspringen. Medi ist nicht real. Er hat keine Freunde. Oh, oh, oh. Also hier und die Bots, die mögen sich ja nun gar nicht. Okay, was ist das? Batasonga greift an. Bats genannt. Ehen scheinen uns zu grüßen. Okay. Elektronisch und eukaryotische Person von Galaktikair. Ich bin Basanungotoria. Der Kürze halber auch Bass. Okay, und der hat schmerzenleuchtende Stellen. Okay, wir dürfen uns das nicht entgehen lassen. Wir sollten ihm helfen. Entsende ein Shuttle. Okay, wir haben anscheinend ein Shuttle. Das Shuttle steht zum Abflug bereit. Das heißt, man klickt die Sachen einfach nur durch, nicht? Man macht nicht wirklich was. Die drei Sachen, die man bis jetzt im Tutorial machen musste, sind immer sehr schnell vorbei. Ich glaube, das sind... Ja, dann echt besser, wenn man es ohne Story spielt. Aber dann kommt man halt nicht voran. Das ist schade. Okay. Jetzt muss ich einfach warten, random. Verarbeitete Diagnosekanister. Das heißt, wir brauchen wieder einen neuen Raum, nicht? Wie mache ich das? Achso, ne, wird einfach im Diagnose-Ding benutzt. Alles klar. Aber hier zum Beispiel, das geht auch nicht. Ich zeige Kanister an. Macht er nicht. Oh, wow. Okay, ich muss ihm eine Priorität geben. Wo ist die Priorität? Okay, das ist Priorität. Okay, dann kommt er in der Warteschlange nach vorne. Okay, es gibt also zeitkritische Personen, die man so nach vorne holen kann. Okay. Und jetzt müssen wir Behandlungskanister vorbereiten. Gegen Weltraumwarzen. Die können wir also auch jetzt Priorität geben, nicht? Okay, also die werden auch mit den gewöhnlichen Zimmern behandelt. Bisschen merkwürdig, aber okay. Aber brauche ich nicht einen Arzt? Lytro als Arzt. Na, guck mal an. Unfallgefährdet. Patienten zu töten erhöht. Nein. Scott Tart. Fügt immer Schaden zu. Auch nicht gut. Verärgert Person. Erhöhter Nahrungsbedarf. Weniger Credits. Weniger Schaden. Was ein Vielfraß, aber es ist okay. Okay.
Ah, okay, die werden von den Robotern, aber wenigstens sind sie markiert. Okay, die Heal-Botter heilen die aber. Das ist schon mal gut. Oder vernichten die. Bänke wollte ich noch. Hoffentlich genug Sitzbänke. Okay. Das ist wie so ein Hund. Das ist der Knochenbrecher. Alles klar, so wird man behandelt. Ich weiß nicht, ob ich in diese Klinik gehen würde. Ich wäre spontan für... Nein, ich würde nicht in diese Klinik gehen, nicht wahr? Okay. Was ist hier los? Wartezeit kritisch. Ja gut. Ist halt so. Hier gibt's nicht genug Bänke. Ja, okay. Am Anfang nicht, man muss sich erst mit den Mechaniken vertraut machen. Baut man durchaus ein, zweimal falsch. Dann können die wenigstens sitzen. Ist aber auch wieder so ein Spiel, nicht? Es läuft auch voller Suppe von der Geschwindigkeit her. Das ist ein bisschen wie dieses mit dem Bösewichtern. Ich würde sagen, wir machen hier aber eine kleine Pause und gucken uns alles weitere in der zweiten Folge an. Ich würde sagen, wir spielen zumindest das erste Level durch und gucken in das zweite Level rein. So viel sollte man dem Spiel geben. Bis gleich.